Hi Leute, ich habe heute mein erstes Empties-Video für euch vom Monat September. Ist ja jetzt verstrichen, wir haben ja jetzt schon Oktober und die ganzen Produkte, die ich im September aufgebraucht habe, habe ich mal aufgehoben, um euch dann meine Meinung darüber zu sagen. So, fangen wir an. Das ist eine Tagescreme, eine Gesichtscreme von Neutrogena Visibly Clear. Tägliche Feuchtigkeitspflege, ölfrei. Grundsätzlich ganz in Ordnung, aber das ist immer so mit diesem, ja, für reine und gesunde Haut. Ich finde, sie hat nicht viel getan für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Neutrogena ist ja immer die Serie für unreine Haut und ich habe da nicht viel Ergebnis gespürt von der Feuchtigkeit her, das ist echt super. Meine Haut war gut versorgt, keine Haarpartikel haben sich abgeschabt oder sonst irgendwas. Es war nicht trocken, es hat nicht gespannt, also von dem her gut. Aber gegen die Unreinheiten wirkt es nichts oder kaum, kann man sagen. Also ich habe nicht viel festgestellt. Ich muss sagen, ich habe die jetzt aufgebraucht, eben um sie nicht wegschmeißen zu müssen, aber ich würde sie nicht nochmal holen. So viel zu dem. Dann habe ich hier eine BB-Cream von Yves Rocher, die 6-in-1 BB Cream. Die habe ich hier in der Farbe Medium. Medium deswegen, weil ich die über den Sommer benutzt habe. Ich nehme da ein bisschen was Leichteres immer her, weil man sowieso so schwitzt und dann braucht man nicht noch so ein zugekleistertes Gesicht, finde ich. Die ist aber auch sehr gut von der Konsistenz. Sehr leicht, fällt wirklich kaum auf, aber bringt trotzdem was. Die Deckkraft ist gegeben. Also ich fand die sehr gut. Ich werde die auch wieder kaufen, aber halt dann in Light, weil jetzt über den Winter bin ich viel blasser und sieht dann komisch aus. Aber wie gesagt, also die ist auf jeden Fall wirklich gut. Ja, würde ich immer wieder benutzen, vor allem für den Sommer. So, das nächste ist ein Puder von Isadora. Der Anti-Shine Mattifying Powder. Ich habe viele Produkte, viele Matt-Produkte. Speziell fürs Gesicht oder fürs, vom Make-up her, vom Puder her, weil ich sehr schnell glänzende Haut bekomme über den Tag, weil ich ja eigentlich sehr ölige Haut habe und da brauche ich noch Sachen, wo noch zu viel zusätzlich Öl mit drin ist. Deswegen habe ich da sehr viel Matt-Produkte. Auch diesen Puder, das ist jetzt eine sehr dunkle Farbe, der heißt Matt Karamell. Ja, kann man ja mal zeigen, so sieht das von innen aus. Ist eben aufgebracht bis zum letzten Körnchen. In der Farbe 33 deswegen, weil ich hatte den über den Sommer. Da hat auch der Puder Lichtschutzfaktor, wo ich sonst in meinen Cremes normalerweise nicht so gern mag, weil ich glaube, dass die Cremes mit dem Lichtschutzfaktor die Haut noch unreiner machen, beziehungsweise da kommen die ganzen Pickel noch schlimmer vor. Deswegen. Aber ich dachte mir, in dem Puder ist es nicht schlecht, so als Finish und dann das Ganze mit Lichtschutzfaktor. Ich habe den über den Sommer aufgebraucht, beziehungsweise ich habe jetzt im September noch die letzten Krümel rausgefischt, um nicht lauter angebrochene Sachen zu haben und deswegen den. Aber der ist sehr gut, ich werde mir den für nächstes Jahr wiederholen. Wobei die Farben immer ein bisschen anders heißen, man muss halt dann immer wieder schauen. Also ich hatte letztens den auch, das war aber dann eine andere Farbe, also da hieß dann nicht mehr Matte Caramel in 33, das war dann, ich weiß es nicht mehr, ich kann es euch nicht sagen, aber muss man halt ein bisschen schauen. So, den zweiten Puder, den ich aufgebracht habe. Wie gesagt, ich habe mal so ein bisschen geschaut, wo nur noch ein bisschen was drin ist und das dann endlich mal leer gemacht, dass nicht so viel Zeug rumliegt. Ist von Manhattan, der 2-in-1 Perfecta Powder and Makeup. Das ist normalerweise der Puder, den ich immer habe, den ich immer trage. Ich habe den in mehreren Nuancen, eben je nachdem, was wir für eine Jahreszeit haben. Ich finde den sehr gut, der ist auch sehr matt, hat eine sehr gute Deckkraft. Das ist jetzt 21, Sunbeige, wie gesagt, ist jetzt auch mehr so ein Medium-Ton. Den hatte ich auch über den Sommer dann. Der hat unten noch so ein Schwämmchen drin. Man könnte das Ganze auch ein bisschen dicker auftragen als Make-up, weil es eben so ein 2-in-1 Produkt ist. Also hier ist der Puder und dann hat es hier noch so eine Schublade mit so einem Schwämmchen unten drin. Aber ich trage das immer mit dem Pinsel auf. Das ist einfach nicht so viel auf einmal und man kann das schöner dosieren und dann hat man nicht so verschiedene Flecken, je nachdem wie dick man das Make-up aufgetragen hat. Das finde ich einfach geht besser. Aber das ist Ansichtssache, je nachdem wie ihr das machen wollt. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, als nächstes habe ich ein Gesichtswasser von Cadea Vera. Das ist ja die Eigenmarke von Müller. Das ist, ja wie soll ich jetzt sagen, für normale Mischhalt Face, die haben ja das in unser Altersgruppe aufgeteilt, das ist für 25 plus.
Ich habe mir das geholt, weil das, was ich wollte, gab es nicht und das war so eine Ausweichsache. Es riecht sehr gut, von dem her Granatapfel und Sauerampfer. Vom Geruch her sehr gut, sehr angenehm. Aber ich würde es nicht nochmal kaufen, weil ich finde, wenn man die Haare und den Gesichtswasser gereinigt hat, es bleibt immer irgendwie was zurück. Es klebt, beziehungsweise es fühlt sich total schwer an auf der Haut, obwohl es eigentlich gereinigt sein sollte. Und also für mich ist es nichts. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen, aber ich würde es nicht nochmal kaufen, weil das ist wirklich ein unangenehmes Gefühl und ich musste dann auch nochmal mit Wasser nachwaschen. Und ich habe es jetzt aufgebracht, dass ich nichts wegschmeißen muss, aber ich würde es wirklich nicht nochmal kaufen. Was ich allerdings immer wieder kaufen würde, auch von Cadea wäre, sind diese Anti-Shine mattierenden Tücher. Das habe ich ja schon in meinem What's in My Bag Video vorgestellt. Die würde ich immer wieder kaufen. Die habe ich auch immer in meiner Handtasche. Ich habe auch keinen Puder dabei. Ich tue den in der Früh in meinem Badezimmer auftragen und dann gehe ich außer Haus. Ich mache auch den ganzen Tag, schminke ich das nicht mehr nach, weil ich der Meinung bin, so viele Schichten übereinander, das macht es nicht besser. Deswegen habe ich diese mattierenden Tücher, die wirklich, die kann man auflegen, die sind sehr dünn. Das ganze Öl, die ganze überschüssige Fett von der Haut aufsaugen und es mattiert wirklich sofort. Also es wirkt wunderbar, kann man auch zwei, dreimal am Tag benutzen. Es nimmt nichts vom Make-up weg, es nimmt eben nur diesen Fettfilm weg. Sieht sofort wieder mattiert und gepflegt aus. Das ist eben der von Cadea Vera, von der Eigenmarke von Mülle. Und dann habe ich noch andere, die habe ich gekauft, weil da war ich beim DM, da gibt es ja die eben nicht. Und die einzigen, die ich gefunden habe, waren dann von Catrice. Sind die gleichen. Auch diese Mattifying Oil Control Paper. Schaut jetzt ein bisschen anders aus, aber die sind nur gefaltet. Also die sind genauso groß wie die. Nur die sind eben im Ganzen in der Packung und die sind zusammengelegt. Also die sind gefaltet. Ich weiß nicht, ist auch nicht teuer gewesen. Ich glaube 89 Cent oder 99 Cent. Aber die sind absolut klasse. Egal welche Marke, es spielt keine Rolle. Absolut essentiell, würde ich nicht mehr darauf verzichten wollen. Also ich finde die wirklich super. Dann als nächstes habe ich noch L'Oreal Elnett Deluxe Haarspray. Ich habe ja gefärbte Haare. Deswegen habe ich das mit Colorschutz drinnen. Das ist mein allerliebstes Haarspray. Wenn ich mal ein anderes habe, dann nur als Ausweichprodukt, weil es das nicht gegeben hat. Oder manchmal kriege ich auch von meinen Verwandten oder Bekannten Sachen, die sie haben und die wo sie nicht weiter benutzen wollen. Ich schaue mir das dann an und ja, ich brauche es dann meistens auf. Ist nur so eine Ausweichsache, aber ich würde immer wieder auf das zurückkommen. Ich bin absolut begeistert von dem. Es hält wirklich, es ist starker. Extra, nee, es ist nur starker halt, aber es gibt auch in extra stark und super extra stark und wahrscheinlich in Hurricane Stärke, keine Ahnung. So genau habe ich mich nicht informiert, weil ich immer eben das Gleiche nehme. Aber es hält wirklich, es hält die ganzen kleinen fliegenden Härchen zusammen den ganzen Tag. Es hält die Frisur aufrecht, also es beschwert nicht zusätzlich, da fällt nichts zusammen. Ich finde das wirklich, das ist ein klasse Haarspray. Ich würde das jedem empfehlen. Gibt es auch in der kleinen Reisegröße. Weil das ist ja der Wahnsinn im Koffer, das passt nicht mal im Beauty-Bag normalerweise. Es ist einfach viel zu breit und viel zu hoch. Aber wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall wiederverwenden. Es hat auch UV-Filter, auch für den Sommer sehr gut. Es beschwert nicht, man kann es leicht auswischen, macht die Haare nicht zusätzlich fett. Es gibt ja auch so Haarsprays, die machen so ein komisches Gefühl, beziehungsweise man sieht dann so, diese Glanzhaarsprays, finde ich, sind auch ganz schlimm. Teilweise, man sieht dann so, ja, wie lackiertes Haar sieht das aus? Also ganz komisch. Das hat nichts mehr mit natürlich zu tun. Als letztes Produkt, was ich habe, ich trage ja immer künstliche Wimpern. Also immer, meistens, sagen wir zu 80%. Das ist mein absolut allerliebster Wimpernkleber. Die Krux bei der Sache ist von Fingers. Die Marke, die künstlichen Fingernägel hat und die ganzen Sachen. Die mit den pinken Packungen habt ihr bestimmt schon mal gesehen, aber die haben auch Wimpernbänder, ja, einige so Sachen noch zusätzlich und die haben eben auch einen Wimpernkleber und das ist der absolut beste Wimpernkleber, den ich jemals hatte. Ich bestelle meine Wimpern übers Internet normalerweise und die haben in ihrem Shop auch einen Wimpernkleber bzw. mehrere verschiedene. Ich habe die alle mal durchprobiert, aber hat mich keiner überzeugt, bis ich den gefunden habe. Dann habe ich wirklich in raren Mengen zu Hause, weil ich brauche ihn sowieso immer wieder. Wobei aber die Tube sehr ergiebig ist, muss man sagen. Nur ich bin immer selber schön, weil ich mache die nicht ganz zu dann. Wenn die oben so verkleben und dann trocknet das natürlich innen aus. Deswegen ist die Langlebigkeit nicht so gegeben. Aber
Die sind wirklich klasse. Die haben nur den einen, also da kann man auch gar nicht verfehlen. Und das ist wirklich der allerbeste, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, die wird es ewig geben, weil sonst habe ich ein Problem. So, soweit zu meinem Empties-Video. Das waren die ganzen Produkte, die ich im September aufgebracht habe. Ich habe für Oktober schon ein paar zusammengekramt, die auf jeden Fall leer werden, beziehungsweise leer werden müssen, weil ich habe lauter angepackte Sachen und das nimmt natürlich im Schrank einen Haufen Platz weg. Mal schauen, wie weit ich damit vorankomme. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, ein